Hallo, liebe Solopreneure und Happy Halloween. Ein Tag später als Halloween eigentlich ist, glaube ich, dass das gestern war eigentlich. Ich bin am Ende eines ziemlich langen Arbeitstages. Es ist früh um 16:20 Uhr, aber ich bin irgendwie schon seit vor 8 am Rechner wegen ein paar Interviews, die anstanden heute früh. Heute habe ich gedacht, ich broadcaste aus meiner Küche. Wir blicken ins Wohnzimmer, um einfach ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ich möchte in dieser drei Videoserie, in diesem Video, über das Thema Druck und wie heißen diese? Schnellkochtöpfe? Ich glaub, so heißen sie. Helft mir aus, Leute. Ihr seid diejenigen, die Muttersprachler sind im Deutsch. Ich treffe da nicht immer so die Wörter. Und zwar, ich möchte über das Thema Druck sprechen und ich möchte in Frage stellen, wie sinnvoll sie ist in jeglichem Kontext, nicht nur im Kontext von Business. Und ich kam auf die Idee, über dieses Thema zu sprechen am Wochenende. Hi Anja, Schnellkochtopf. Vielen Dank, das ist hilfreich. Und ich habe an einem Seminar teilgenommen. Es war mit Michael Neal, mein Mentor, und er ist rübergeflogen nach London und hat ein 3-Tage-Seminar gehalten zum Thema Working with Groups, also das Arbeiten in Gruppen. Ich hatte zwar sehr viel Training auf diesem Gebiet. Ich habe ein Trainers Training gemacht vor vielen Jahren und bin eigentlich ganz gut in der Zusammenarbeit mit Gruppen. Aber ich habe gedacht, Säge weiter schärfen, vielleicht kann ich da was lernen. Und ich habe dort teilgenommen als virtuelle Teilnehmerin. Also es war eine Live-Gruppe und eine virtuelle Gruppe. Und wir wurden quasi zusammengemischt auf eine super coole, innovative Art und Weise. Es hatte riesen Spaß gemacht. Und es kam das Thema Pressure auf. Also überhaupt, welchen Druck wir uns machen, in diesem Kontext von Gruppen führen. Also, dass wir irgendwie meinen, wir müssen genau das Richtige sagen, genau die richtige Dynamik aufbauen, genau die richtige Struktur, Strategie aufbauen und so weiter. Und dann habe ich was gesehen für mich. Und ich habe gesehen, dass ich in letzter Zeit ganz schön Druck auf mich setze in einigen Bereichen in meinem Business, in meinem Leben, dass ich hart ins Urteil gehe mit mir. Und ich habe für mich gesehen, dass ich da lockerer lassen will, dass ich loslassen will. Und ich habe gedacht, ich fange einfach mit einer Geschichte an, wo ich in der Vergangenheit auch Druck auf mich selbst aufgeübt habe und wie das heute aussieht. Ihr wisst ja, ich liebe Geschichten. Also, ich schneide dich an. Es geht los mit einer. Und zwar, es war im Jahr, nein, ich weiß es nicht genau, das war vielleicht 2003, 2004, da war ich in einer Agentur in München. Dort wurde ich vor nicht so langer Zeit dort eingestellt worden als Direktorin von der Konzeptionsabteilung, also im Online-Marketing. Und ich war relativ jung noch, also unter 30, wenn ich mich nicht gerade verrechne. Und ich war nicht so wahnsinnig sicher in dem, was ich tue, wenn es darum ging, um die strategische Seite von der Konzeption. Von der kreativen Seite habe ich mich relativ wohl gefühlt. Ich konnte immer sehr gut mit der Designabteilung, mit den Leuten, die die Animationen gemacht haben und so weiter, mich gut abstimmen. Wir konnten brainstormen, auf coole Ideen kommen. Also auf der kreativen Seite fühlte ich mich ziemlich fest im Sattel. Aber auf der strategischen Seite habe ich wirklich Bedarf gesehen. Und ich hatte Wind bekommen von einer Veranstaltung. Witzigerweise habe ich gerade vorhin gesagt, ich war in München, aber die Veranstaltung hat in Frankfurt stattgefunden, wo ich jetzt lebe, jedenfalls in der Nähe. Damals kannte ich nichts über Frankfurt. Es war für mich ein fremdes Fleck, aber dieser Workshop soll hier stattfinden und zwar bei einer Agentur mit dem Namen Leo Burnett, eine ziemlich bekannte Agentur in der Szene. Und das Event wurde nicht veranstaltet von Leo Burnett, sondern von einer Organisation mit dem Namen APGD, Account Planning Group Deutschland. Also das ist quasi die Vereinigung der strategischen Planer in Kommunikation
deutschlandweit. Das sind all diejenigen, die Strategien aufsetzen für Film und Fernseher, online und anderen Medien, mobile. Und da, dieser Workshop war dafür da, um die Junioren quasi zu fördern, weil was das Problem war in der Branche, war, dass es wenig Leute gab, die ausgebildet waren auf dieses strategische Planungsgebiet. Und die Agenturen hatten Schwierigkeiten, Leute einzustellen, weil es zu wenig Leute gab, die gut ausgebildet worden sind. Also hat der Verein sich quasi das angenommen und gesagt, okay, wir Senioren veranstalten diesen 2 Tage. Also bin ich dorthin gereist, um zu lernen, um besser zu werden, um ausgebildet zu werden auf diesem Gebiet. Und Folgendes ist dort passiert. Ich habe mich sehr unter Druck gesetzt. Wie hat es ausgesehen? Naja, ich habe bei jeder Fragestellung in der Gruppe, wenn ich was sagen wollte, gezögert und mich nicht zeigen wollen, nicht sagen wollen, bis der perfekte, gescheite, schlaue Satz in meinen Kopf aufgekommen ist. Und nur wenn ich wirklich die perfekte Worte gefunden habe, habe ich mich zu Wort gemeldet. Ich wollte aus irgendeinem Grund als Trainingsteilnehmerin gut dastehen. Und ich habe gedacht, ich darf keinen Blödsinn erzählen, ich darf keine dumme Frage stellen, ich darf mich nicht bloßstellen als jemand, der sich überhaupt hier nicht auskennt. Was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil dafür waren wir dort, weil wir bekanntlich nicht viel wussten, wir sollen ja ausgebildet werden. Ich habe mich auch unter Druck gesetzt bei den Übungen und Aufgaben, die wir hatten dort. Wir wurden aufgefordert, Teams zu bilden, ich mit in Zweiergruppen, und wir sollten ein Briefing, eine Aufgabenstellung nehmen. Und wir sollten eine Lösung entwickeln gemeinsam auf dem, was wir gelernt haben. Wir sollen das der Gruppe präsentieren nachher. Und ich war in einem Team mit einem Typen und wir haben uns nicht wirklich gut verstanden. Also ich habe Meinung A gehabt, er hat Meinung B gesagt. Wenn ich grün gesagt hat, hat er blau gesagt. Und doch zum Ende hin unsere Hin- und Her-Machtkampf in der Überlegung, was wir präsentieren wollen, hatten wir uns irgendwie irgendwann geeinigt. Und ich war so froh, weil ich wollte natürlich die beste Präsentation haben, die beste Lösung haben. Ich wollte, dass die Leute mich als eine gescheite Person wahrnehmen, eine clevere Person, und dass ich irgendwie die Inhalte gerafft habe und dass ich das lösen kann. Und dann standen wir vor der Gruppe. Und er begann genau in die gegenteilige Richtung zu ziehen von mir. Also wir haben wirklich 2 verschiedene Gesichter gezeigt, 2 verschiedene Richtungen sind wir gegangen. Und ich bin so sauer geworden, dass er meine perfekte Präsentation ruiniert, quasi mit seiner Widerspenstigkeit, dass ich es ersichtlich wütend geworden bin. Ich bin rot angelaufen, ich habe sarkastisch mit ihm gesprochen, und oben rein zu unserer Disconnect in der Präsentation hat diese emotionale Seite von mir sich ausgelassen. Also alle haben gesehen, dass ich wütend bin. Und tatsächlich in der Feedbackrunde nach allen Präsentationen haben die großen Gruppenleiter, Leiterinnen und Leiter, die ich kannte aus Zeitschriften und Auszeichnungen, also die waren so Helden für mich, zu denen ich aufgeschaut habe. Sie haben uns gefeedbackt, dass wir quasi unreif sind. Also es war super peinlich und es war eine furchtbare Erfahrung. Und ich habe zwar trotzdem einiges mitgenommen aus dem Workshop, einiges ist irgendwie erstaunlicherweise reingegangen in meinen Kopf. Aber ich habe so viel verpasst und eine so miese Erfahrung mir selber geschaffen, weil ich mich unter Druck gesetzt habe, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu sein, ja, und auf eine gewisse Art und Weise anzukommen. Kennst du das aus der Vergangenheit, ob in Workshops oder in Präsentationen oder in deinem Marketing vielleicht als Solopreneur? Vielleicht willst du auch gut wirken und ankommen und dabei entsteht ein riesiger Druck in dir. Jedenfalls am Wochenende bei diesem Seminar, ich war so tiefenentspannt, weil irgendwie über die vielen Jahre seitdem bin ich irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen, ich muss nicht gut wirken, ich darf einfach
ich sein, ich darf dumme Fragen stellen, ich darf mich verletzlich zeigen, ich kann einfach menschlich auftauchen in diesen Workshops und Seminaren. Und ich habe gemerkt, ich habe nicht nur ein besseres Gefühl, wenn ich den Druck einfach nicht mitbringe, sondern die Ergebnisse, mit denen ich rausgehe, sind weitaus besser. Ich baue be bessere Beziehungen zu den anderen Teilnehmern auf und ich kriege viel mehr mit, weil ich viel weniger damit beschäftigt bin, mit mir selber und einfach präsent bin für die anderen, ohne Erwartungen nicht an sie. Oder? Das ist eine gänzlich andere Erfahrung. Und jetzt zurückblickend erkenne ich diese Person kaum wieder, die kurz vor 30 stand, jetzt 3 Jahre nach 40 angekommen ist. Ich habe einen riesen Sprung diesbezüglich gemacht, denn ich habe gelernt, auf diesem Bereich von Workshops und Seminaren, Ausbildung, Weiterbildungen, dass ich diesen Druck nicht benötige, um erfolgreich zu sein. Im Gegenteil, der Druck wirkt gegen mich. So, und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht erkennst du das, dass du Wahrheiten sehen kannst in deinem Leben an einigen Stellen. Zum Beispiel in der Geschichte, die ich gerade erzähle, habe ich bei diesem Kontext von Workshops und Seminaren gesehen. Dort bringt den Druck, den ich im Innen aufbaue, wie ein Schnellkochtopf, oder? Die wirkt nicht. Sie führt lediglich zu einer Explosion. Die kann ich einfach lassen. Und es gibt andere Bereiche wiederum, wo diese Wahrheit greift, die greift sogar sicher, weil ich kenne kaum oder eigentlich gar kein Mensch, kenne ich ehrlich gesagt, der oder die in ihrem Kopf total beschäftigt ist mit sich selber, wo es nicht leichter wäre, wenn sie einfach damit aufhören würden, egal was sie gerade tun, ob die Stepptanz machen oder Marketing für ihre Selbstständigkeit. Aber irgendwo haben wir in manchen Bereichen die Idee, dass wir zum Schnellkochtopf werden sollen. Jetzt bin ich bei dieser Metapher von Schnellkochtopf. Warum führe ich das ein? Weil das, was ich immer wieder höre in Business bei Solopreneuren, und das ist egal, auf welcher Stufe in ihrem Business sie sind, ob Anfänger oder sehr etablierter Mensch, sie wollen schnell irgendwo hinkommen, nach vorne. Also sie stehen hier und wollen hier rüberkommen, das so schnell wie möglich. Und sie denken, Schnelligkeit, also um schnell kochen zu können, brauchen sie Druck, wie bei einem Schnellkochtopf. Und sie bringen Dinge in kausalen Zusammenhang, die allerdings nicht zusammengehören. Nämlich, wenn ich eine Deadline habe, wenn ich mir Druck setze, irgendwas bis dann und dann zu erreichen, dann schaffe ich endlich den Fokus, den ich brauche, um schnell voranzukommen. Ohne diesen Druck kein Fokus, also dann kann ich nicht vorankommen. Und Michael, mein Mentor, der am Wochenende da war, der hat das in Frage gestellt. Der hat das in Frage gestellt und er hat das in Zusammenhang mit dem Schreiben von Büchern gebracht. Er hat sehr viele Bücher auf dem Markt. Er ist Mehrfachautor und seit vielen Jahren bei Hay House im Vertrag. Und er hat erzählt, wie er die ersten, keine Ahnung, 6, 7 Bücher geschrieben hat, jedes Mal unter einem enormen inneren Druck, den er selber aufgebaut hat, um sicherzustellen, dass sein Fokus vorhanden ist und eine miese Erfahrung mit Bücherschreiben hatte und jetzt vor diesem letzten Buch stand, was bald auf den Markt kommt und sich entschieden hat, nein, das mache ich nicht mehr so. Was ist, wenn ich einfach diesen Druck komplett weglasse? Und witzigerweise hat er die erste Deadline verpasst von dem Verlag und die zweite Deadline verpasst von dem Verlag. Und es müssen einige Termine umgeschoben werden und es hat auch zu einigen Unannehmlichkeiten geführt. Aber das Buch wurde fertig und wird zum 1. Januar auf den Markt gebracht und wird in einer Qualität sein, in der er es haben möchte. Und was er gesagt hat, ist, wo er von diesem Druck losgelassen hat, hat es nicht auf Anhieb geklappt. Er würde sich 6 Punkte von 10 geben, wo 10 die beste Erfahrung wäre, ohne Druck Ergebnisse zu erreichen, schnell zu erreichen. Aber er meinte, hey, wenigstens habe ich mich auf den Weg gemacht und bei dem nächsten Mal, wo ich etwas
fokussiert mache, ohne Druck, werde ich vielleicht auf 7 oder 8 kommen. Wenn man über Jahre Dinge unter Druck macht und das nur kennt und Methoden und Coping-Strategien und Dinge drumherum aufgebaut hat, ist es doch logisch, dass jetzt das nicht so schnell umschaltet. So, wo will ich hin mit dieser ganzen Erzählung? Ja, ich möchte eigentlich nur, dass du zum Nachdenken kommst, denn das hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und ich habe für mich absolut gesehen, ich mag keinen Druck. Es drückt auf meinen Magen, es drückt auf meinen Nacken, es drückt irgendwie überall hin. Und ich möchte erfahren, wie es ist, in verschiedensten Bereichen den Druck von innen auszuschalten, zu einem normalen Kochtopf wieder zu werden und zu schauen, was dabei rauskommt, zu schauen, wo der Fokus dann herkommt. Und ich habe den Verdacht, den sicheren Verdacht, dass es auch ohne Druck geht, wenn ich es zulasse. Und dass ich eine gänzlich andere Erfahrung auch haben kann in meinem Leben, in meinem Business, wenn ich das loslassen kann. Und bevor ich zum Ende komme und euch in den schönen, wohlverdienten Feierabend kommen lassen, möchte ich über den Aussteigerprinzip sprechen. Weil in meiner Vergangenheit, und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal, wenn ich drucklos werden wollte, habe ich Dinge einfach aufgehört oder gekündigt. Ich gebe dir ein Beispiel. In der Agenturzeit, über 14 Jahre, wo ich mich unter Druck gefühlt habe, von innen selbst aufgebaut, viele Überstunden gemacht, habe immer das Gefühl gehabt, ich muss Leistungen bringen und so weiter. In meinem Kopf war immer ein Ausstiegsszenario am Laufen. Ich habe gedacht, vielleicht werde ich schwanger, dann komme ich hier aus dieser Agentur fucking Verrücktheit, oder? Das war meine Idee. Okay, gut, ich habe nicht weitergedacht, was es bedeuten würde, ein Kind zu haben. Ich habe auch keins gekriegt, aber das war ein Ausstiegsszenario für mich. Oder ich habe gedacht, ich gehe auf Sabbatical, ich gehe raus für ein Jahr oder keine Ahnung, ich verlasse den Ort hier und dann ist der Druck weg. Oder ich hatte überlegt, ja, mein Mann kann das Geld verdienen, dann steige ich einfach komplett aus, werde zum Hausfrau. Oder ich wechsle den Beruf zum Innenarchitekt und dann wird der Druck weg sein. Manchmal nehmen wir uns solche Dinge vor, um den Druck zu entkommen. Wir meinen, wenn wir im Außen was verändern, dass der Druck im Innen weggeht. Und das kann in manchen Fällen wirklich Sinn machen und folge deiner innerer Weisheit, wenn sie dir sagt, dass das stimmen sollte. Aber häufig führt das nirgendwo hin. Und ich merke es zum Beispiel an Sachen wie, nehmen wir mal mein Hausfrau-Szenario, oder? Ich höre auf, mein Mann kann das Geld verdienen und ich werde zur Hausfrau. Meine Schwiegermutter, die das tatsächlich macht seit, keine Ahnung, fast 50 Jahren, also wo Heikos Bruder geboren wurde. Sie ist nicht wieder in die Arbeitswelt eingestiegen. Sie macht sich einen Riesendruck in anderen Bereichen. Sie liegt nachts wach und denkt über das Ausräumen ihres Kellers. Oder sie liegt nachts wach und macht sich im Innen Druck, was sie kochen wird für die Gäste, die in 3 Wochen kommen. Okay? Die Tatsache, dass sie Hausfrau ist, führt nicht dazu, dass der Druck weg ist. Der Druck ist im Innen. Das heißt, wir brauchen kein Aussteiger-Szenario im Außen. Wir brauchen keine Projekte zu kündigen oder Dinge aufzuhören. Es fängt bei uns im Innen in der Regel an. Nicht, dass es nicht manchmal auch heißt, ein Aussteigkonzept ist wichtig. Also hör auf deine innere Weisheit, wie gesagt. Ja, das waren meine Gedanken für heute. Was denkst du dazu? Wo machst du dir Druck in deinem Business, in deinem Leben? Mit dem Missverständnis, dass du den Druck brauchst, um Fokus zu kriegen, um was zu erreichen, um schnell voranzukommen. Das würde mich interessieren. Schreib mir das in den Kommentarbereich, sodass wir auch nach dem Live-Video miteinander in Austausch sind. Und wer von euch hebt die Hand mit mir quasi, ist bereit mit mir in ein Experiment einzugehen, in den nächsten 6 Monaten, im nächsten Jahr, 2018,
ein druckfreies Business zu machen. Das ist die Art und Weise, wie wir thriven können, wie wir aufblühen können, nicht nur in unserem Business, sondern in unserem Innen, dass wir eine schönere Erfahrung haben in unserer Selbstständigkeit, dass wir mehr Kreativität und Freude haben, dass wir, wenn der Druck weg ist, innovativer denken können, bessere Auftauchen für unsere Kunden haben können, die Qualität unserer Arbeit steigt. Also ich glaube, da ist so viel möglich. Ja, danke für euer Dabeisein und wir sehen uns Ende der Woche im nächsten Live-Video. Bis dahin, schöne restliche Woche. Tschüss!